Ja, grüße dich. Heute ist Freitag, das heißt Weekend Flow Time. Und ich habe mir heute wirklich auch wieder eine super geniale Übung für dich einfallen lassen. Und es geht um einen bekannten Muskel, der eigentlich nicht sehr groß ist, aber doch viel Ärger bereitet. Vor allem auch hier viele Schmerzen im Ischiasbereich. Also wenn du Probleme mit den Ischiasen erfährst, könnte das ein Grund sein, dass dieser Muskel, nicht nur dieser Muskel, sondern auch das Gewebe da drumherum, dass das alles verspannt ist und auf den Ischiasnerv drauf drückt. Die Rede ist vom Piriformis oder vom sogenannten Piriformis-Syndrom, dass quasi durch die Festigkeit immer ständig dieser Ischiasnerv gereizt wird und das halt zu heftigen Schmerzen führt. Ja? Einmal noch vielleicht ganz grob zum Verlauf. Also der Muskel, der Piriformis, der läuft so vom Kreuzbein, ja, also untere Lendenwirbelbereich, und dann zieht er so über die Hüfte, übers Becken hier so und Oberschenkelknochensätze dann an. Ja? So, und dementsprechend kommt hier halt entsprechend Druck drauf, wenn da halt die Beweglichkeit nicht ganz so da ist, und das, wie gesagt, reizt dann den Ischiasnerv. Und ich möchte dir jetzt sofort eine Lösung vorschlagen, eine Übung, die wirklich da auch ja richtig, richtig gut tut. Deswegen mach direkt einmal mit und dann wirst du auch hier den Unterschied spüren. Mach mal Folgendes: Bevor du die Übung machst, geh einfach mal so ein bisschen rum und schau mal, wie du dich fühlst. Ja? Weil du wirst da auf jeden Fall, wenn du die Übung gemacht hast mit beiden Seiten, ja, also bitte mit beiden Seiten machen, nicht nur mit der Seite, wo du das Problem hast. Wenn du die Übung mit beiden Seiten gemacht hast, wirst du feststellen, dass du anders gehst, weil sich das einfach viel, viel besser anfühlen wird. Okay, dann geht's direkt einmal los. Und zwar stellst du dich einmal hin, jetzt drehst du einmal hier den Oberschenkel, drehst du hier mal so raus. Also du drehst quasi, was heißt raus, drehst es rein, sodass die Oberschenkelinnenseite nach vorne zeigt, ja. Dann stellst du den Fuß ab und das Bein ist hier gestreckt. Das andere Bein, da zeigt die Fußspitze kerzengerade nach vorne, ist ebenfalls gestreckt. Jetzt schiebst du hier das Becken hoch, ja, richtest es richtig auf und drehst dich hier noch ein bisschen mit raus. So, zwei, dreimal da reinwippen und jetzt ziehst du dich, beide Beine bleiben gestreckt, gerade runter. Kommst wieder hoch und drehst dich wieder in die andere Richtung raus. Ja? Wieder runter. Kommst wieder hoch und ziehst dich wieder raus. Dann merkst du hier so überall. Ja? Das hängt alles miteinander zusammen. Becken hier aufrichten. Ja? Und jetzt ziehst du, also wenn du es aufrichtest, drehst du dich hier mal noch raus und versuchst die Ferse in den Fußboden gestemmt zu halten. Und dann ziehst du dich mit beingestreckten Knien, also beide Knie bleiben gestreckt, ziehst du dich runter. Und jetzt versuchst du mal noch mit der Hand, wo du das Bein hier vorne stehen hast, versuchst du mal noch rüber zu gehen ein bisschen. Dann zieht das halt noch mal ein bisschen mehr. Ja? Ich mache jetzt noch mal die andere Seite mit. Also gerade hinstellen, Knie strecken, das Bein hier so reindrehen. Gestreckt halten, runterziehen. Und da wirst du auch merken, eine Seite geht immer besser, die andere tendenziell schlechter. Ja, und wieder. Das wird dir richtig schwer fallen. Das kann auch sein, dass du ja ein bisschen instabil bist, dass du ein bisschen wackelst. Nicht schlimm. Einfach machen. Und dann wird es auch schon besser gehen. Also die Kunst bei der Übung liegt darin, wenn du hier runter gehst, beide Knie gestreckt zu halten. Ja, man neigt immer zu, gerade das hintere hier zu beugen, aber halt da wirklich gestreckt halten, damit die Übung auch was bringt, damit sie halt ihre volle Entfaltung halt auch hat. Ja, also ihr volles Potenzial, dass du es auch komplett ausnutzt. So, wenn du das dann gemacht hast, dann gehst du mal ein bisschen umher und dann merkst du, dass sich das besser anfühlt. Ja. Das ist schon echt der Hammer. Das ist echt genial. Man merkt sie sofort, der Druck ist so ein bisschen weg und das wird dir richtig, richtig gut tun. Okay, da würde es mich freuen, wenn du mal einen dicken, fetten Daumen nach oben machst und diesen Kanal abonnierst, wenn du es nicht getan hast.
Warum? Jede Woche warten neue Videos auf dich, neue Übungen, so wie diese hier, die du nirgendwo anders findest im Netz. Ja? Wenn du sie irgendwo mal findest, dann schick mir mal den Link, würde mich dann mal interessieren. Würde mich da gerne mit der Person austauschen, die auch auf solche Übungen kommt. Aber ich persönlich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe solche Übungen nirgendwo gesehen. Ja, geht auch schlecht, weil ich mich ja auch auf das Fasten-Thema eingelassen habe und damit 100% beschäftige. Und diese Übungen sind alle nach der Fastenstruktur halt ausgerichtet. Ja, auch wenn ich jetzt gerade was vom Muskel erzählt habe, das muss ich halt tun, damit du weißt, was ich überhaupt meine. Wenn ich dir alles immer vom Fasten erzähle, dann weißt du da draußen, weißt du ja gar nicht, was ich genau meine. Und deswegen werde ich halt immer die Probleme auffassen, aber halt mit meinem Konzept, mit meiner Erfahrung halt das quasi da anpassen dran und dementsprechend die Übung präsentieren. Ja? Wenn du sagst, Tobias, alles gut und schön, ich habe aber keinen Bock, mir jede Woche oder mir ständig immer das umherklicken, die Videos rauszusuchen, woher weiß ich, wo für mich das Richtige ist, da habe ich auch was für dich. Ich erstelle mittlerweile auch individuelle Programme. Das heißt, du schreibst mir eine E-Mail mit deinem Problem und dann telefonieren wir. Und dann schilderst du mir genau dein Problem nochmal per Telefon. Ich habe dann ein paar Fragen und dann erstelle ich dir, wenn du das möchtest, ein individuelles Programm. Ja? Ganz auf dich abgestimmt und somit wirst du deine Lebensqualität richtig, richtig steigern. Ja, das ist auf jeden Fall, hast du die Möglichkeit, wenn du das möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail. E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet. Und ja, ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video, da geht es dann um deine Fasten-Antwort. Wenn du da übrigens auch vielleicht irgendwie sagst, Tobias, ich habe da mal eine speziellere Frage, die auch die Allgemeinheit interessiert, dann werde ich daraus ein Video machen und werde es in deine Fasten-Antwort reinpacken. Ja? Also dann kannst du mir auch per E-Mail eine E-Mail schreiben und ich werde darauf eingehen. Okay, dann, wie ich gerade schon sagte, schönes Wochenende, Kanal abonnieren. Und Daumen oben da lassen für dieses Video hier. Ja? Für diese tolle Übung ist, wie gesagt, eine richtig geniale Übung. Ciao, dein Tobias.